Hey Leute, was geht? Mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal PaddyStarTV. Hier geht's heute weiter mit einer neuen Folge von FIFA 14 Ultimate Team und zwar dem WM-Modus. Wir sind jetzt im vierten Spiel, wir haben die Gruppenphase glücklicherweise überstanden. Obwohl wir nur ein Spiel gewonnen haben, hat uns das 6:0 geholfen. Und jetzt geht's hier also in die K.O.-Phase. Da wir nur Zweiter geworden sind, gehe ich davon aus, dass wir jetzt gegen einen Gruppenersten spielen. Ich habe dieses Belohnungspack geöffnet vom letzten Mal und habe Steven Gerrard da drin gehabt. Den lasse ich jetzt hier als ZDM auflaufen. Hat meine Teamchemie mal noch etwas verbessert. Ich will ihn hier nicht in die Mitte stellen, weil er etwas langsam ist. Und deswegen lasse ich ihn hier als zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Hat auch 73 Zweikampfwerte als Defensiver und deswegen kann, denke ich, dass wir ihn da als ZDM spielen lassen können. Und wir suchen uns jetzt mal hier unseren K.O.-Gegner sozusagen, hoffen, dass wir den jetzt relativ zügig finden, dauert natürlich ein bisschen länger als ein Gruppengegner. Hier haben wir schon wieder mal einen mit schlechter Verbindung, gegen den möchte ich mal nicht antreten. Damit ich da auch keine Ausreden habe, wenn es dann mal nicht läuft. Ich denke, wenn wir jetzt hier weiterkommen, werde ich natürlich noch weiter zeigen. Sollten wir ausscheiden, was natürlich bei mir passieren kann, dann werde ich dann auch mal ein bisschen alleine spielen und versuchen, mein Team zu verbessern. So, hier sehen wir es. Wir sind im Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina. Der Gegner spielt in einem 4-5-1, hat auch nur 61% Teamchemie. Müssen wir mal gucken, wie sich das gestaltet. Wird natürlich hier über die Flügel kommen. In der Mitte nur ein Verteidiger. Vielleicht können wir da ein bisschen von profitieren. Auf jeden Fall heißt jetzt hier erstmal Achtelfinalzeit gegen Bosnien-Herzegowina, also Playoff Time. Carroll, mit dem haben wir schon mal Bekanntschaft gemacht. Die Flanke sehr weit und dann hatte ich hier unglücklicherweise schon den Knopf zum Passen gedrückt. Schön dazwischen gegangen und dann hier rausgespielt. Ach, den Ball dann verloren. Wie gesagt, der kommt über die Flügel. Muss man versuchen, das Spiel dann in unserer Offensive eher etwas in die Mitte zu verlagern, weil wir dann wahrscheinlich außen nicht durchkommen. Aber alles sehr eng hier. Oh, kriegen wir zumindest... Oh, kriegen wir nicht den Einwurf. Wieso das denn nicht? So, der passt zu lang hier ins Aus. Noch sehr zerfahrenes Spiel hier. Zu Beginn dieses Achtelfinals. Schieben wir den langen Einwurf hier. Keiner da. Können wir uns aber trotzdem mehr oder minder durchsetzen, dann die Flanke abgefälscht und wir kriegen die erste Ecke in diesem Spiel. Ronaldinho. Kommt gut, Kopfball! Halleluja! Schade, hätte das 1:0 sein können. Ronaldinho von der anderen Seite. Ah, schade, etwas kurz. Die Ecken kommen natürlich bombig. Oh, jetzt habe ich hier den Ball. Ach, und komm nicht in Schussposition. Ach, den habe ich den Ball dann erobert. Und jetzt Hummels, glücklicherweise. Da splitten wir die Verteidiger. Ach, der Pass war etwas zu optimistisch, aber schön nachgesetzt hier. Kommen wir da dran? Ja, kommen wir Nachschuss. Yes! Da ist das Ding! Schön, der Torwart nicht mehr auf seinem Posten und dann kriegen wir den Nachschuss noch rein. Ah, ich dachte, der wäre zu schwach gewesen.
Aber da schön körperlich durchgesetzt und dann kommt der Torwart raus und ich dachte, der Schuss wäre zu schwach gewesen. Eigentlich hätte die erste Aktion da schon ein Tor verdient gehabt. Nachdem sich da mein Spieler schön durchsetzen konnte. Lorenz ausgedrängt hier. Mal zurück in die Mitte. Schön geahnt. Ach, Mist, ey, da den Pass in die Mitte. Jetzt spielt er hier aber sehr aggressiv. Gut, so können wir das nicht nutzen. Die Idee war nicht so falsch, aber die Ausführung war dann eher erbärmlich. Er hat direkt mal auf offensiv umgestellt und setzt mich da sehr früh unter Druck. Eröffnen sich natürlich Räume. So, schön zurückgearbeitet da. Da sieht man, er stellt alles zu hier direkt. Sehr gutes Pressing. Schön den Anspielpartner gefunden. Ah, den darf ich dann natürlich nicht verlieren. Komm raus, Zieler. Sauber, stellen wir mal ein wenig auf defensiver. So, jetzt feuern wir den Ball hier weg. Also mit seinen Abwürfen bin ich mal gar nicht zufrieden. Ah, Mist, ey, da lasse ich mich locken. Der kommt gar nicht so schlecht. Leider etwas zu weit. Aber schön hier Balleroberung von Ronaldinho. Ach, den hätte ich auch nie dahin spielen dürfen. Weißt du, da hast du den Ball schon und dann spielst du den Gegner in die Füße. Oh, jetzt ist oben frei. Müssen wir schnell oben hin wechseln. Da hinten ist der nächste frei, aber die Flanke kommt zu lang. Ah, wieso gehst du denn an den Ball, du Clown, ey? Junge, du hast auch einen Keks verdient. Ah, der Pass war schlecht. Kein Tempo da drin. Schön gesehen, Ronaldinho kann sich aber nicht durchsetzen, behauptet aber dann doch irgendwie den Ball. Ach ey, immer ein kleiner Schritt, ey, das kann doch nicht sein. Oh, schön durchgesetzt. Schön den Ball zurückerobert. Ja, und der Pass war grottig. Weg damit, weg damit. Ah, Ronaldinho und ich, der Schnellste da. Einfach mal die Seite wechseln hier. Der war etwas zu stark. Er setzt mich da sehr unter Druck immer. Ich versuche da irgendwie gegenzuwirken. Mit langen Bällen. Aber leider bisher noch nicht in eine gute Position gekommen. Oh, schön jetzt die Balleroberung hier von Negredo. Vielleicht kriegt er jetzt die Flanke irgendwie nach innen. Ach, schade, da war noch einer da gewesen. Ja, den Ball hätte man auch eigentlich erobern müssen. Oh, oh, ach. Fuck you, echt, ohne Witz. Ohne Witz. Fuck you, einfach nur fuck you. Ah,
Mann, nimm doch den Ball, du Krüppel. Weiße. Affe, ey. Ach, da kann ich mich im Dribbling nicht durchsetzen. Was jetzt? Oh ja, genau. Pfeife einfach mal jetzt zur Halbzeit. Er hätte es mal eben abgepfiffen, als der Gegner da meinte, flanken zu müssen. Und außen Carroll alleine beim Flanken stand. Ey, das war so erbärmlich. Jetzt 1:1 in der Pause. Alles drin. Ich finde, wir sind nicht schlechter als unser Gegner. Absolut auf Augenhöhe. Sind aber offensiv halt ja, eher nicht so stark. Der Gegner immer die besseren Offensivaktionen. Ich komme halt überhaupt nicht durch da. Jetzt spiel doch weiter, ey. Mann, 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 ey. Es steht halt alles dichter. Jetzt mal Platz. Und dann setzt er sich nicht durch. Ey, was bist denn du von Clown, ey? Oh Mann, und dann wieder ein Fuß da dran, ey. Hallo? Meine Aktionen hier, die müssten eigentlich bestraft werden. Ich schaff's mich nicht, da hinten rauszuspielen. Okay, der Ball war mal... Keine Ahnung, für wen der bestimmt war. Hier, der Gegner kriegt die Offensivaktionen, ey. Wie da kommt der überhaupt in so eine Position, so einen Pass spielen zu können? Wo spielt er den denn hin, ey? Wo spielt er den hin? Ach, ich hab den ganz oben gemeint, ey. Der war eigentlich gut da gewesen. Abgefangen. Ah, da, 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 da. Ach, schade, ey. Zu weit die Flanke da geflogen. Oh, Carroll, immer wieder Carroll, ey. Dieser Typ, der geht mir schon so auf die Eier. Und dann gibt's Ecke. Oh Mann, ey, und dann komme ich, kann ich nicht mehr zum Lupfer ansetzen. Schön die Balleroberung. Ah, Meter weit im Abseits. Jetzt schwimmt da gerade ein bisschen, ey, das ist die. Meine ganze. Unfähigkeit, daraus kein Kapital zu schlagen. Und der Pass zu lang hier auf meinen schlechten afrikanischen Rechtsverteidiger. Und dann kriegt er gleich wieder den Ball und verliert ihn auch gleich wieder. Was zur Hölle war das? Man weiß es nicht.
Mann, ey, diese Seite da, ey, mit diesem Rechtsverteidiger, ich raff das nicht. Komme ich nicht mit klar. Einfach mal nach vorne jetzt das Ding. Ecke aus, meine ich. Einwurf, Ecke, sag ich schon. Nein, was ein behinderter Ballverlust hier! Ja, und jetzt rennt er hier wieder. Komm, Gerard. Zeig, dass du noch was drauf hast. Sauber Ball, schöne Balleroberung. Und jetzt, genau, jetzt rennt es aus. Ronaldinho kämpft wieder. So, jetzt. Was macht der denn? Wo rennt der denn hin, ey? Da krieg ich Krätze am Arsch bei so viel Doofheit, ey. Ah, das wär's gewesen. 85. Minute, die Chance. Komm, Ronaldinho, bring noch mal ein. Oh Mann, ey, das wäre der Nachschuss hier gewesen. Ey, jetzt kommt hier schon mein Innenverteidiger nach vorne. Komm. In den Lauf hier. Die Chance, die Chance! Yes! Kaboom! Nicht schön, aber erfolgreich. Oh, jetzt irgendwie das Ding hier halten. Oh Mann, 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 Mann. Ey, mein Rechtsverteidiger. Ich schwöre es dir. Mal lieber ins Ausgespielt hier. Jawohl! Da ist es aus! Wir gewinnen hier 2:1. Ich finde irgendwie auch verdient, auch wenn das Tor nicht das schönste Tor war. Kurz hier vor der 90. Minute machen wir den Führungstreffer. Zweimal Negredo in dem Spiel. Und wir gewinnen hier das Achtelfinale. Ganz knapp mit 2:1. Hier sehen wir nochmal die erste Chance hier nach der Ecke von Ronaldinho. Hier sehen wir das 1:0, was bald noch daneben gegangen wäre, weil Negredo den Ball nicht perfekt spielt. Hier der dumme Ausgleich von mir, weil ich außen die Flanke nicht verhindert kriege. Hier hätten wir auch schon, da hatte ich zum Lupfer schon angesetzt. Vielleicht hätte ich da eher eine Schusstäuschung versuchen sollen. Ja, der war auch hier, komische Flankenschuss. Hier, wo ich dann stoppe eigentlich und dann irgendwie nicht genau weiß, was ich machen will. Und dann kommt im Endeffekt noch eine Ecke dabei raus. Und dann hier das 2:1 nach der kurzen Lupferflanke da. Also ich denke schon die besseren Chancen gehabt. Und wir überstehen auch das Achtelfinale hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann unerwartet im Viertelfinale wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy für PaddyStarTV. Ciao Leute.